zwei Brüder im Schnee. Das hier im Vordergrund ist Manfred Stecher und dahinter von rechts kommt sein Bruder Alexander. Zwei Temperamentsbolzen. Nein, Pianisten sind sie nicht, sondern sehr vielseitig begabte Schauspieler. Beide. Da waren wir gerade frisch. Hier sind sie vielleicht gerade mal ein Jahr. Zwei winzig kleine Zwillingsbrüder, zum Verwechseln ähnlich, damals und immer noch. Wer denn bitte, wer ist auf den alten Fotos? Das kriegen sie selber kaum raus, die schauspielenden Zwillinge, die man gerade jetzt zufällig mal auseinanderhalten kann, weil Alexander nämlich leicht sonnengebräunt ist und Manfred eher winterblass. Aber auch heute noch können sie sich, zumindest am Telefon, problemlos als der jeweils andere ausgeben. Ja, ja, die Stimmen sind ja ähnlich. Weil er als noch Opernsänger auch, der er ja auch noch ist, ist immer ein bisschen tiefer. Aber ich kann das dann nachmachen, Stecher. So redest du ja immer, Stecher. Sie haben immer damit gespielt, mit der Verwechslungsgefahr, wen wundert's. Die tollsten Blüten allerdings trieb ihre innere und äußere Ähnlichkeit, als die beiden anfingen, sich für Frauen zu interessieren. Wir haben am selben Tag, unabhängig voneinander, im selben Ort, Mädchen kennengelernt, wo sich herausgestellt hat, dass das Zwillinge sind. Mit denen waren wir auch 3 Jahre zusammen. Das war ein unglaubliches. Ganz schön pikant, was die Brüder sich da geleistet haben. Sie konnten der Versuchung nämlich nicht widerstehen, ihre Zwillingsfreundinnen ein bisschen auf die Probe zu stellen. Ach, die Story kommt jetzt. Und da habe ich mich ins Zimmer der Seinigen geschlichen und er umgekehrt. Und dann habe ich mal probiert, wie das ist, wenn ich ihr so einen guten Nachtkuss gebe. Dann hat sie mir aber gleich eine gebuscht, weil sie es am Küssen gemerkt hat, dass doch was anderes ist. Naja, also. Das wollen wir mal dahingestellt lassen. Ich war länger mit ihr zusammen als du mit deiner, ja? Das stimmt allerdings. Jetzt moderiert Alexander im Rundfunk, wenn die Schauspielkunst gerade mal nicht ruft. Beide hatten natürlich längst das seriöse Erwachsenen- und Berufsleben im Griff. Beide sind verheiratet, haben Söhne, aber keine Zwillinge. Und hier ist Radio Arabella mit Musik von Umberto Tozzi. Es ist 2:03 am Mikrofon der Alexander Klaus Stecher. Bis 15 Uhr. Bleiben Sie dabei. Wann immer es ihre Zeiteinteilung erlaubt, holt der eine den anderen ab. Hallo, also. Sei es, um irgendwo virtuos vierhändig auf einen Flügel einzuhämmern. Sich blind verstehen, das ist unübersehbar und unüberhörbar. Oder sie spazieren an einem ihrer vielen gemeinsamen Lieblingsplätze durch den Schnee, wie hier im Nymphenburger Park in München. Selbst wenn sie nicht sprechen, wissen sie oft, was der andere gerade denkt. Teilweise ist das wie bei so einem alten Ehepaar tatsächlich. Also dann spricht einer den Satz aus und der andere sagt, das habe ich jetzt genauso gedacht. So sind sie womöglich auch an ihre völlig identischen Mützen gekommen. Die hat er in einem Geschäft in Rosenheim gekauft und ich habe die gleiche Mütze in München gekauft. Das ist kein Witz. Passiert. Schon als Kinder wollten die beiden Schauspieler werden. Merkwürdig eigentlich, der Vater war nämlich ein Wirtschaftsmann, die Mutter Dolmetscherin. Aber das italienische Blut vielleicht, das in uns fließt, das ist so ein bisschen Hyperbel, Übertreibung. Der Opa hat immer gesungen, der neapolitanisch-kapresische Opa, hat immer Oh Sole Mio und solche Sachen. Beeindruckt haben die beiden schon in der Serie Der Alte, diesmal als nicht gleichaltrige Brüder. Fieser Frauenmörder, eine schöne Hauptrolle mit Leslie Morton. Ich werde aus dem Gefängnis entlassen und sie will sich an mir rächen und er war mein krimineller Bruder. Das Dolle, der Gero Erhardt, der Sohn von Heinz Erhardt, hat damals Regie gemacht, der hat uns gesehen und hat gesagt, Mensch, ihr sollt ja nur Brüder spielen, das ist ja Wahnsinn, ihr seht euch viel Richtig. Zu ähnlich. Du hast mich nicht mehr zu suchen, deinen Bruder. Ja. Sie hat immer die Maskenbildnerin geschimpft, hat gesagt, die sollen nicht wie Zwillinge aussehen, die sollen nur wie Brüder aussehen, die sind mir viel zu ähnlich. Nochmal um Längen leichter fällt den beiden natürlich, wirkliche Zwillinge zu spielen, wie bei Robby, wo der Seehund prompt glaubt, doppelt zu sehen. Da hat man uns extra ein Drehbuch geschrieben, das ZDF, und aus diesem Drehbuch wurde dann für Hallo Robby eben eine schöne Episodenhauptrolle. Hat das richtig war eine sehr Spaß schöne gemacht, Zeit, auf Rügen. Genau. Und der Regisseur hat uns auch immer wieder verwechselt mit den Namen, das leider Gottes, muss ich sagen. Im wirklichen Leben sind sie Geschwister und beste Freunde zugleich. Ihre innere Nähe ist viel größer, als sie vor lauter Rumgealbere freiwillig je zugeben würden. Zwei Körper, eine Seele. Ein Phänomen. Zwei erfolgreiche und glückliche Zwillingsbrüder.